Sieht aus wie Hollywood, ist es aber nicht. Ganz und gar nicht. Hier sind echte Filmemacher versammelt. Sie tun es aus Leidenschaft. Sie schneiden und drehen in der Freizeit. Kein Kommerz, aber an diesem Abend zumindest Glamour. Ich bin zum ersten Mal dabei heute. Ich kenne die Vorgeschichte nur durch Gabi Lechner, die eine gute Bekannte von uns ist, und mit Hans Hönig. Aber es ist etwas, wenn man es dann wirklich mal zum ersten Mal sieht, hochinteressant. Und man sieht eines ganz genau, es ist mit Herzblut gemacht. Und es ist ein ehrlicher Award und ehrlich wird am längsten. Man sieht praktisch die Entwicklung auch hier am Award von den Kleinen, wo man so diesen Aha-Effekt reingibt, bis hin zu den jungen 20, 25-Jährigen, die eben ihr eigenes Projekt einfach stemmen. Die jetzt auch schon Kinoerfolge haben. Genau, die Kinoerfolge haben, was uns natürlich freut, und die einfach ihr Ding machen, die gar nicht lang fragen, ja, nimmt uns ein Verleih, macht der das und macht jemand dies oder fördert uns jemand hier und dort, sondern die machen einfach ihr Ding, und das ist das, was wir auch eigentlich gern rübergeben beim Känguru Award, einfach sein Ding zu machen. Die Genres sind genauso unterschiedlich wie die Herstellungsweise oder das Thema selbst. Für den Känguru Award sind keine Grenzen gesetzt, und das sieht man. Dass jetzt 47 Jahre später der Andi von den höchsten Bergen dieser Welt mit den Skiern abfährt und über 100 Skitouren im Winter macht, hat mein Vater damals nicht gewusst. Ein guter Mord ist wie ein gutes Gericht. Es besteht aus verschiedenen Zutaten. Wenn man die Regeln beachtet, wird es der reinste Genuss. Missachtet man sie, kann es einem auf den Magen schlagen. Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, seinem Stil treu zu bleiben. Das heißt, natürlich sieht man hier und da immer tolle Filme, aber man sollte trotzdem seine persönliche Note auch immer hinzufügen. Und auch wenn andere das anders machen, einfach immer treu seiner selbst bleiben. Filme, Dokus, Clips und Experimente. Und alles ohne Förderung und ohne Gremienmitsprache, aber erstaunlich perfekt. Das macht die Stoffe und Themen so stark und auch provozierend. Für öffentlich-rechtliche Bedenken viel zu schade, heißt es. Die Vision des Autors kommen hier zum Tragen. Junge Non-Profit-Filme, ungebürstet. Sie schielen nicht nach Quote oder Sponsoring. Und als Gewinn winkt ein Schnittprogramm oder eine Kamera. Bisher hatten wir von Seiten des Staates noch gar keine Unterstützung in der Richtung, aber ich weiß, dieses Mal ist ein von der Staatskanzlei jemand da, vom Staatsministerium. Und natürlich, wenn man Förderung hat, könnte man viel schneller und viel mehr noch machen, das ist immer so. Aber wir sagen auch, wir wollen unsere Unabhängigkeit in gewisser Weise auch behalten. Viele der Teilnehmer haben schon als Schülerin oder Schüler mit 12 Jahren ihre ersten Filme hier beim Känguru Award eingereicht. Känguru, das ist ein Kunstwort aus Känguru und Kamera. Große Sprünge, auch ohne großes Budget. Und die digitalen Kids beherrschen nicht nur die Schnittprogramme, sondern erzählen schlüssig und unterhaltsam, provokant und witzig. Und nicht wenige Teilnehmer bringen eigene Filme tatsächlich ins Kino. Und alle anderen sind jetzt in einer eigenen Mediathek der Öffentlichkeit zugänglich, auf filmrebel.tv. Wir machen unsere eigene Mediathek und auch einen eigenen Channel von jungen Leuten für junge Leute und wollen da, also wir haben ja jetzt über 4000 Kurzfilme auf Lager von jungen Menschen, und die wollen wir, die sind jetzt schon zum großen Teil in der Mediathek. Die Mediathek wollen wir aber ausbauen mit Live-Sendungen, mit Workshops, mit allem. Also da gibt es noch viel, auch mit Serien eventuell, das wir machen. Also wir haben da einige Ideen. Ich denke, viele Filme müssten eigentlich ein viel größeres Publikum erreichen. Vor allen Dingen mit diesen innovativen Ideen, die ich halt heute auch ganz oft gesehen habe. Und manchmal ist es einfach schade, wenn man die halt auf YouTube hochlädt und dann die nicht angesehen werden oder nur wenige hunderte Klicks haben. Und wenn sowas dann ein größeres Publikum erreicht, das finde ich auf jeden Fall eine super Idee. Auf der Plattform soll es bald auch Tutorials und einen Austausch von Ideen und Geräten geben. Kein Geld, aber eben viel Engagement.